Ja, und damit wieder willkommen zurück bei Fran Bo. Wieder mit Team Tai und Sakaku ist auch dabei. Team Tai und Saka ist dabei. Mensch, das hat sich gereimt. Also, ich wollte die irgendwie... Ich darf nicht in den Winter kommen, ne? Hä? Sind das Pilze oder sind das nur... Ist das nur Holz? Ah ja, ich glaube, das müsste funktionieren. Das war jetzt so mal meine Idee. Das ist der Haupt, der normale Takt. Tick. Tack. Tick. Oh ja! Mal richtig schnell. Wenn das ganz schnell ist, vielleicht packt er sich auf die Nase. Ah, das ist kein echtes Klavier, nur ein Schild. Ja, ja. Vielleicht packt er sich dann auf die Nase. Ich hoffe nur, dass er sich da nichts bricht. Vorbereitungen. Ist der jetzt schneller als vorher? Irgendwie hat das nicht hingehauen, ne? Nee, irgendwas hat hier nicht geklappt. Was? Wie? Muss ich da irgendwas... Aber so ist es doch... Kann ich das irgendwie bestätigen? Aber... Metrognom. Wenn ich jetzt rausgehe und da wieder reingehe... Ist es... Warum... Warte mal. Warum macht er das denn nicht? Aber so ist es doch super schnell. Das ist ein Metrometer? Nein, Metronom. Die Kabel haben unterschiedliche Folgen. Drei Farben kann man andere herstellen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Kann man hier irgendwas kaputt machen? Das versuche ich sicher nicht. Macht das jetzt kaputt? Aber wenn ich nicht da reingehe, ist es immer wieder alt. Wie die Kabel. Papapapap. Das gibt's doch gar nicht, oder? So geht's ja richtig ab. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann hier nichts machen. Was mache ich falsch? Ich weiß nicht. Warte, das ist gelb. Warte mal. Ich gehe nochmal raus. Warte mal. Sie hat ja irgendwas gerade von Farben gesagt, ne? Sie sagte, die Kabel haben unterschiedliche Folgen. Ich habe gelernt, dass Blau, Rot und Gelb Primärfarben sind. Und mit diesen drei Farben kann man andere herstellen. Ah, okay. Gelb. Gelb und Blau macht Grün. So. Was mache ich denn hier verkehrt? Irgendwas mache ich doch verkehrt. Was mache ich hier verkehrt? Puh.
Mir gefällt es nicht, dass Sakako zuguckt. Der lacht jetzt bestimmt. Wenn du mich jetzt auslachst, na, dann werde ich ganz doll weinen. Also, ist das jetzt ein Orange oder ein Gelb? So, zack, zack. Das würde ja jetzt die beiden... Müsste jetzt ein bisschen Orange machen. Grün. Oh, das ist ein Thermometer. Du bist auch ein Thermometer, Friend Bo. So, dann würde jetzt... Blau. Ich mache hier was verkehrt. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich nicht einfach die Dinger rausziehen? Also. So ist es ja super schnell. Wenn ich jetzt... Blau hinzufüge. Habe ich keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte schon, der tanzt jetzt schneller oder langsamer oder so. Also, wir haben Blau, Rot und Gelb. Dann würde ich sagen, ich nehme Gelb. Und Gelb und Rot, wenig Rot, würde Orange ergeben. Muss ich das dann nacheinander... So. Orange und Blau müsste dann... Aber so ist er doch richtig eingestellt, oder nicht? Na, das wird jetzt eine super, super lange Folge. Gelb und Rot. Aber so wird's ja schnell. So, und dann... Oh Gott sei Dank, oh nein. Ich dreh durch. Oh Gott. Oh nein, er ist echt zusammengeklappt, oh nein. Können wir jetzt seine Schuhe holen? Oh nein, Sünde, wo ist er denn jetzt hin? Aber ich habe die Schuhe. Oh Gott, war das eine schwere Geburt. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ob ich die Farben nach und nach abklappern soll. Es war sehr komisch, weil auf Gelb war es ja super schnell. Und das war ja das, was ich versucht habe. Aber irgendwie... Tschüss. Mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Oh Gott. Oh nein. Es war mir schon echt unangenehm. Ich hing da jetzt ziemlich lange dran. Aber das gehört dazu. Jedes Adventure hat irgendwo mal seine Hänger und Probleme. So, bitte. Ich habe die Schuhe, ich habe sie. Sie sind sehr hübsch. Schauen Sie. Oh. Du hast es geschafft. Oh, du hast wirklich eine tolle Maschine in deinem Kopf. Super. Ich habe ja auch knapp 10 Minuten gebraucht. Danke. Jetzt noch das Letzte, damit ich nach Hause kann. Die Feder.
das letzte. Luft. Hm. Ich erkenne diese Feder. Sie gehört Palantras. Ja, ich sah ihn sehr verletzt. Hm. Ihm wird es gut gehen. Er hat das pinke Wasser. Das kann alles heilen. Ja, das stimmt. Naja, was tun wir mit der Feder? Geh zur alten mechanischen Valukas-Puppe. Dort ist mein Zauberstab. Valukas-Puppe? Ist das das Ding an dem Schuppen, wo wir gerade waren? Ich muss meine Hasenwissenschaft beenden. Ich glaube, ich habe die Antwort. Du weißt das bestimmt. Du willst uns nur prüfen, oder? Oh, okay. Ich bringe ihren Zauberstab zurück. Super. Dann wollen wir mal gucken. Ich möchte mich auch gar nicht beschweren über irgendwelche Rätsel oder so. Denn das gehört ja da. Da! Ah, ich sehe den Zauberstab. Mal sehen, wie das funktioniert. Nur manchmal sind die Rätsel ein bisschen gemein. Also, ist es der Arm? Toll. Wie krieg ich den? Muss ich den von Hand zu Hand rüberschieben? Das ist fast so meine 5. Ne, der geht hoch. Nee. Nee, verkehrt. Warte. Kann ich den denn da reintun? Der müsste doch jetzt den greifen. Ah, ja. Okay. Das war... Ja. Und wenn ich den... Nee. Ah, doch. Warte mal. Ja! Oh, Gott sei Dank, das ging ja gut. Und ich hatte schon wieder fast Schamgefühl. Ich dachte, ich kriege hier wieder nichts gebacken. Eieiei. So, tschüss. Ich gehe jetzt hier schnell weg. So, schnell nach oben. Oh Gott, ging das gut. Oh, Glück gehabt. Obwohl ich sagen muss, ich finde schon, ich bin allgemein sehr gut durchgekommen. Das jetzt eben, das hat mich echt fertig gemacht. So. Hier ist der Zauberstab, Herr Zauberer. Oh, großartig. Prächtig. Du hast es geschafft. Wirklich? Aber wo sind die Steine? Kann ich sie ausleihen? Ich kann dir die Steine nicht ausleihen. Die Steine sind sehr, sehr besonders. Was ich tun kann, ist, die Steine auf den Schlössern der Tür zu platzieren. Aber du bist die Einzige, die den Schlüssel drehen und die Tür wirklich öffnen kann. Oh, ich verstehe. Der König hat mir gesagt, er will mir zeigen, wo die Tür ist. Ah, dann sollten wir gehen und mit ihm sprechen, findest du nicht? Ich finde das schon ganz komisch. Also ich habe die Vermutung, dass Fran vielleicht noch im Asylum ist, also in der Anstalt, und vielleicht nur träumt durch die Pillen und da vielleicht noch irgendwo im Bett liegt. Aber das ist ja sehr, sehr auf sie abgestimmt, sodass nur sie jetzt irgendeinen Schlüssel drehen kann. Also das ist so... Ich glaube, die träumt das nur. Hm, warte. Ich befürchte, du kannst nicht nach Hause, wenn du wie ein Baum aussiehst. Fast vergessen, ja, sie haben recht. Können sie mir meinen menschlichen Körper dann wiedergeben? Ja, kann ich. Das ist aufregend. Ich habe das seit Hunderten von Jahren nicht mehr getan. Machen wir einen Menschen. Ja. Gib mir deine Klamotten. Ich muss daran riechen. Hier sind meine Klamotten. Lass mich riechen. Oh, das könnte klappen. Wir machen einen Menschen. Oh, das ist so aufregend.
Gut. Jetzt gehen die bitte des Sterns von Itaster. Ich glaube, ich muss nochmal husten. So. Und jetzt? Und denk an deinen Körper, deinen Kopf, dein Bein und das andere Bein. Und deinen Arm, beide Arme. Jetzt konzentrier dich. Zufällig ausgewählte Elemente, findet euren Pfad zur wahren Essenz. Werde Fran, der Mensch. Jetzt! Oh! Oh! Oh Gott! Ich glaube, ich möchte das Spiel... ich möchte das Spiel hier beenden und nie wieder weiterspielen. Ich möchte nicht mit so einer Fran weiterspielen. Ich traue mich nicht weiter zu klicken. Ich möchte das bitte nicht. Oh nein! Was? Hier sind die Beine und... Die Hände kommen aus dem Holz und der Kopf ist irgendwie... Oh mein Gott. Aber sie sieht normal aus. Oh, Gott sei Dank. Geht es dir gut? Oh. Was ist geschehen? Ist es geschafft? Oh mein Gott. Oh. Oh, wow. Danke. Vielen, vielen Dank. Sie sind wirklich ein großer Zauberer. Ja, das ist mein Name. Großer Zauberer wegen der Größe. Ach so. Wärst du klein, wärst du ein kleiner Zauberer. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ich glaube, wir müssen jetzt zum König gehen, damit er mir die Tür zeigen kann. Ja, ich werde dort sein. Ich muss etwas. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich werde da sein. Geh jetzt. Boah. Ich habe die Rätsel gelöst und zwar echt toll. Wer sagt das jetzt, er oder sie? Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wir müssen den König finden. Er muss im Schloss sein. Ich möchte den mitnehmen. Ein süßes Häschen. Ich frage mich, ob der Zauberer es genäht hat. Also meins war es jetzt nicht. Dieses Bild hat mich sehr, sehr verstört. Nee. Na, wartest du auf deine Zitronen? Guck mal, da ist ein Loch. Das war der Kater. Ich war es nicht. Er war das, er hat die Krallen. Tschüss. Und Palantras, das war auch Mr. Midnight. Mr. Midnight hat ihn zerpflückt. Und, oh Gott, ich hoffe, es kommen jetzt nicht wieder irgendwelche Gruselgestalten her. Also, es ist ja so schön gezeichnet und es ist so süß gemacht, dieses Spiel. Und das in diesen zarten... in dieser zarten Welt so ein Schrecken herrschen kann. Das ist unglaublich. Das finde ich so gut. Aber wisst ihr was? Bevor ich jetzt weitergehe, bin ich der Meinung, höre ich auf und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal bei Franbo. Oh, ich danke euch für eure Geduld. Bei diesem Metronomrätsel, dem Flohwalzer und ich hoffe, dass wir jetzt nach Hause kommen können. So. Danke, 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 danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.